Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, so liebe ich mir das. Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Toni Biederstedt. Ich begrüße alle recht herzlich, ganz besonders unsere lieben Gäste. Und dieser Applaus ist für euch. Es war das Jahr 2009. Das ist schon eine Weile her. Für einige, für andere nicht. Da war ich mal in Singapur für einen kleinen Ausflug, der dann noch ein bisschen länger wurde, aber das ist eine andere Geschichte. In Singapur, da war ich bei einer ganz coolen Gemeinde, die heißt New Creation Church. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Joseph Prince oder Joseph Prince im Deutschen ausgesprochen. Und 2009, müsst ihr wissen, da war ein Jahr, da ging ein Virus um die Welt. Wer kann sich noch daran erinnern? Haben wir schon vergessen. Jemand? Genau. Die Schweinegrippe. Und wenn man da irgendwo langgegangen ist, in großen Supermärkten, Einkaufsläden und ganz besonders Flughäfen, da standen immer so eine Wärmebildkameras. Die haben die Leute gefilmt. Ja, und das war auch eine ganz ungewisse Zeit. Niemand wusste, bin ich betroffen und so weiter. Jedenfalls in dieser Gemeinde, da, als ich am Eingang stand, da haben sie so eine Karten ausgeteilt. Eine ganz kleinen Karten und da ist aufgedruckt oder abgedruckt der Psalm 91. Wer kennt ihn von euch? Hand hoch. Das ist ein ganz besonderer Psalm. Ich empfehle jedem Einzelnen von euch, verinnerlicht, was da steht. Wenn sogar möglich, lernt es auswendig, weil da ist so eine schöne Zusage von unserem Gott. Ja, am Anfang steht geschrieben, wir deklarieren Gott als unsere Zuflucht, als unsere Burg, ja, in den ersten zwei Versen. Aber ich möchte heute die Antwort von Gott mit euch mal durchlesen. Und da steht geschrieben, ab Vers 14, weil er an mir hängt, sagt Gott, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Wie cool ist das, Leute? Hey? Was ist das für eine Zusage? Er will uns retten. Er will uns schützen, weil wir ihn kennen. Er will uns antworten. Er ist bei uns in der Not. Wir sollen sein Heil anschauen. Also, ich bin schwer begeistert. Diese Karte ist übrigens seit 2009 jeden Tag bei mir und zwar in meinem Portemonnaie. Das ist nicht groß, aber da passt es rein. Und immer wenn ich irgendwo sitze, hole ich sie raus. Ich musste sie ab und zu mal jetzt reparieren lassen, neu laminieren. Aber da lese ich immer wieder rein und hole mir die Gewissheit, die Zusage von Gott, unserem Herrn. Amen. Und lasst uns jetzt diesen Schwung mitnehmen, wenn wir in seine Gegenwart gehen, ihn loben und preisen in diesem Abschnitt jetzt, bevor wir dann später das Wort Gottes von Daniel heute hören, gefolgt vom Abendmahl. Lasst uns aufstehen und beten. Vater, wir danken dir, du bist gut und deine Gnade währet für immer. Wir sagen Halleluja, du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit und egal wo wir sind, egal, was gerade Phase ist in unserem Leben, du willst uns begegnen und das sprechen wir heute aus. In deiner Gegenwart ist Freudefülle und die wollen wir jetzt ausdrücken in diesem Gottesdienst, in diesem Lobpreisteil. Und wir beten auch für unsere Kinder nebenan, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen zeigst, wer du bist, dass sie dich kennen. Halleluja, und wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wie groß und grenzenlos. Dachte
bist gut zu mir. Der Fels.
bist mein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist. Für alle Zeit singen wir zu dir.
Halleluja, Gemeinde, lasst uns ihn gemeinsam preisen, seinen Namen erheben. Das tut so gut, hier heute Morgen mit euch gemeinsam unseren Gott zu preisen. Erhebt eure Stimmen, macht eure Münder auf, sagt, wie herrlich er ist, was er für euch getan hat. Äußert euren Dank. Halleluja, Vater, wir preisen dich hier in dieser Gemeinde. Wir sagen Halleluja, du regierst. Wir kennen deinen Namen. Du hast dich so offenbart in der Bibel als Elohim, als Adonai, als El Shaddai, Jehova oder Yahweh. Du bist der Herr der Herrscharen. Du regierst. Und Halleluja. Und durch Jesus Christus, durch seinen Namen, kommen wir jetzt vor deinen Thron und empfangen diese Gnadengabe. Halleluja. Kind Gottes genannt zu werden. Und wir danken dir, dass wir Vergebung haben durch sein Blut, reingewaschen. Du bist so gut, Vater. Halleluja. Wir preisen dich. Halleluja. So wohltuend ist das. Wir sind geschaffen zur Anbetung. Jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne von uns, wir sind geschaffen zur Anbetung. Und das machen wir. In allem, was wir tun, Vater, wollen wir dich verherrlichen. Halleluja. Du bist der große Gott, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der war, der ist und der da kommt, wie wir gerade gesungen haben. Und danke, Vater, dass der gleiche Geist, dass die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferstanden lassen hat, in uns lebt, in uns wohnt. Halleluja. Halleluja. Ich bete, dass du das jedem Einzelnen hier heute Morgen oder vor dem Bildschirm offenbarst, Vater. Die gleiche Kraft lebt in uns. Halleluja. Danke, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind, in deinem Abbild, in deinem Ebenbild, Vater, dass du uns kennst. Und Vater, wir möchten gesättigt sein mit Gutem bei der Frucht unseres Mundes, bei dem, was wir sagen. Wir wollen Gutes und Barmherziges, soll uns folgen ein Leben lang. Das sagt es im Psalm 23. Das sprechen wir aus. Halleluja. Und egal, wo wir gerade stehen, was wir gerade, welche Probleme vor uns liegen, wir erheben unser Haupt zu dir und sagen, du regierst, Vater. Du hast die Lösung schon lange vorbereitet und wir danken dir. Wir danken dir, dass wir diesen schönen Austausch haben. Sorgen, Probleme gegen deinen Frieden, gegen deine Freude in Fülle, im Überfluss. Halleluja. Und das sprechen wir aus, dass es dieser Stadt gut gehen soll, Vater, in jeglicher Hinsicht, jedem einzelnen Stadtteil. Egal, welche Phasen gerade kommen, ob wir wieder runterfahren sollen, uns zu Hause aufhalten, Vater, wir sprechen Leben und Segen. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschehe, Vater. Und wir haben die Augen, dass wir das Gute in allem sehen, Vater, und sind dankbar dafür. Halleluja. Vater, wir beten für unsere politischen Oberhäupter auf regionaler, auf Landes- und Bundesebene, Vater, auch in der EU und weltweit, dass du Berater um sie herumführst, die wirklich deinen Willen in sie aussprechen. Und dass du die Leute entfernst, die Böses, die Widersprüchliches zu deinem Wort vorhaben, dass du sie entfernst, aber Berater, die ihnen Erkenntnis und Weisheit einflüstern. Halleluja. Dass du dieses Land so führst, wie du es vorhast. Halleluja. Vater, wir erheben denen es nicht so gut geht, vor deinen Thron jetzt, Vater. Die Kranken, die Schwachen. Wir sprechen Leben und Segen, Shalom, Shalom über sie aus. Und wir sagen, durch deine Wunden sind wir geheilt, reingewaschen durch Jesu Blut am Kreuz. Vergebung empfangen, Halleluja. Leben und Segen, Krankheit weicht, deine Heilung kommt, so wie das im Psalm 91 geschrieben steht. Halleluja, das sprechen wir aus. Vater, wir sprechen auch gegen diesen Geist des Terrorismus, der momentan weltweit wieder umhergeht. Wir sprechen dagegen in Jesu Namen, Vater, und die Leute, die sich mit solchen Ideen beschäftigen, wir sprechen wirklich Leben und Segen über sie aus,
dass du sie auch umzingelst mit Leuten, die Gutes in sie sprechen. Du hast keinen Menschen vergessen. Wir denken an die Bergpredigt, die wunderbaren Worte, die ja gesprochen sind, Vater. Wir sprechen deinen Frieden aus. Halleluja. Wir danken dir dafür. Du bist gut. Du warst gut und du wirst immer gut sein. Jetzt haben wir auch die Gelegenheit, unsere Kollekte, unseren Zehnten, unsere Opfer zu bringen. Und da möchte ich wirklich euch ermutigen, gemeinsam mit mir aus Meleachi Kapitel 3, den Vers 10 zu lesen, wo geschrieben steht: Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß, bis zum Überfluss. Wir können Gott da testen. Liebe Gemeinde, nutzt die Gelegenheit, ob es die Kollekte der Zehnte oder euer Opfer ist. Gott verspricht, die Fenster des Himmels zu öffnen und es gibt Übermaß. Halleluja. Lasst uns mit einem Lächeln, lasst uns mit einem freudigen Herzen heute Morgen geben. Amen. Time.
Ihr seid einfach großartig, ihr lieben Lobpreiser. Tausend Dank für euren so guten Dienst. Richtig schön, euch zu erleben und gemeinsam Lobpreis zu genießen. Geht es dir gut, Gemeinde? Jo! So lang gezogen. Wahrscheinlich warst du gestern sehr lange unterwegs, hast viele Süßigkeiten gesammelt, oder? Das reicht wahrscheinlich dann auch für die nächsten 2 Monate und dann ist ja auch schon Weihnachten und dann dürfen wir das Ende des Jahres feiern. Und was für ein Jahr, oder? Also wenn das Jahr vorbei ist, sagen wir dann auch dankbar, es ist endlich durch. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du mit deiner Familie oder du persönlich, was auch immer deinen Lebensmittelpunkt ausmacht, dass es dir gut geht und dass ihr gut unterwegs seid. Ich habe eine kurze Frage an dich, ob du schon jemals durch eine Prüfung durchgefallen bist. Gibt es solche Leute unter uns? Schon mal durch die Prüfung gefallen? Einige wenige, alle anderen lügen einfach in diesem Augenblick. Und du sollst wissen, du bist jetzt gerade in der Gemeinde, spätestens hier ist es nicht gut zu lügen. Ich möchte dir von einer Prüfung erzählen, wo ich durchgefallen bin. Und das war nirgendwo anders als auf der Bibelschule, da wo ich studiert habe. Stell dir vor, man kann auf der Bibelschule auch mal durch eine Prüfung durchfallen. An sich gehöre ich zu den Schülern, die gerne studieren und die wirklich viel studieren. Und dann gab es aber bei dem Unterricht von dem Römerbrief im Bereich des Neuen Testamentes auf dem theologischen Seminar, wo ich studiert habe, ein Unterricht, der ging über mehrere Wochen, weil der Römerbrief solch ein komplexes Schreiben ist. Wenn du in der Bibel zu wenig unterwegs bist, möchte ich dir ganz kurz sagen, warum das für uns so wichtig ist, das Wort Gottes zu studieren. Nun, das Wort Gottes ist für uns in der Tat ein niedergeschriebenes Wort von dem, das Gott zu seinem Volk, zu allen Menschen hier auf der Erde gesprochen hat. Wir dienen, wir glauben, wir sind in der Gemeinschaft mit einem großen Gott, der sich mitteilt, er spricht. Das Wort Gottes sagt so deutlich, die Götzen dieser Welt, sie schweigen, aber unser Gott, er spricht. Und er spricht auf vielfältige Weise. Und das Allergrößte, was wir von ihm als sein Reden achten, ist natürlich das niedergeschriebene Wort Gottes, das ist die Bibel. Sie besteht aus diesen 2 ungleichen Teilen, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Und im Neuen Testament geht es darum, dass das Ganze, was im Alten Testament vorher von Gott verheißen worden ist, versprochen wurde, dass das in der Tat so geschehen ist und dass die Menschen, die an Jesus Christus glauben, als an den Sohn Gottes, der zuvor verheißen worden war, zu diesem neuen Leben kommen in Christus. Und Apostel Paulus ist einer, der die meisten Briefe in dem Neuen Testament geschrieben hat. Ihm war es wichtig, die Wahrheiten, die so tief mit dem Leben eines Gläubigen verbunden sind, sie zu dokumentieren, sie zu manifestieren, indem dass das für alle künftigen Jahrhunderte und Jahrtausende, dass das zu einer Ermutigung wird für die gläubigen Menschen. Und eins von seinen Briefen, der Römerbrief, ist in der Tat ein Juwel von dem, was er dort an theologischen, also an der Lehre von Gott mit hineingesetzt hat. Wir hatten das ganz lange studiert auf der Bibelschule, mehrere Wochen lang. Es war ein brillanter Dozent, der das uns beigebracht hat. Und dann kam natürlich auch die Zeit der Prüfungen. Diejenigen von uns, die schon mal bei uns im Gemeindekolleg waren, sie kennen die Geschichte. Und dann hatte derjenige, der Dozent, gesagt, also ihr bereitet euch vor und ihr wisst ja, was die Schwerpunkte sind und dann kommt ihr zur Prüfung. Und ich habe mich zu einer mündlichen Prüfung angemeldet. Und dann sitze ich vor ihm und ich habe all das studiert und als meine Hausaufgaben und als eine Vorbereitung für die Prüfung wirklich gut gelernt. Und wenn du in den Römerbrief hineinschaust, dann entdeckst du so wunderbare Inhalte wie die Rechtfertigung aus dem Glauben. Was bedeutet es, in Christus das neue Leben zu bekommen? Was bedeutet es, mit Jesus und in der Qualität von seinem Geschenk unterwegs zu sein, dass das unser Leben verwandeln kann? Wirklich großartige Inhalte. Und ich möchte ganz bescheiden und mit dieser Bescheidenheit, auf die ich wirklich, nur auf die kann ich in meinem Leben stolz sein, mit dieser Bescheidenheit möchte ich sagen, ich habe das wirklich gut vorbereitet. Und dann sitze ich vor meinem Dozenten und der sagt, worüber möchten wir sprechen? Ich war erstmal von der Frage überrascht. Ich dachte, er wird die Fragen stellen, die ich dann gleich beantworten müsste, jetzt nicht in der Form, dass worüber wir sprechen, sondern gleich inhaltlich. Und weil ich wusste ja, was wo irgendwie im Römerbrief steht, sagte ich scherzweise, naja, ich würde gerne über Kapitel 16 sprechen. Und ich war mir sicher, wir werden nicht über dieses Kapitel sprechen, weil in diesem Kapitel, da steht all das, was du wahrscheinlich bei deinem Bibellese gerne überspringst. Da stehen ein paar Inhalte, zu denen wir kommen gleich, die wirklich auf den ersten Blick nicht so ermutigend sind. Und ich dachte, der wird mich garantiert eher zu anderen Themen abfragen. Aber dann sagte Römer 16,
Ja, dann lass uns mal darüber sprechen. Und dann stellte mir ein paar Fragen zu Römer 16 und ich stehe da und bereits nach wenigen Minuten, ich glaube 3-4 Minuten, da musste er sagen, durchgefallen. Du bereitest dich nochmal vor und dann kommst du wieder zu der Prüfung. Was für ein Ärger. Und warum das so in meiner Absicht nicht erkennbar war, dass er über dieses Kapitel sprechen würde, möchte ich dir das mal kurz zeigen. Lass uns mal gemeinsam schauen. Römer Kapitel 16. Da schreibt Apostel Paulus: Ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe, Mitarbeiterin in der Gemeinde in Kenchrea. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heiligen tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Für mein Leben haben sie ihren Kopf hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen zu danken, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Kann ich etwas tun? Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Epinetus. Er war der Erste in der Provinz Asia, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren auch mit mir im Gefängnis und sind unter den Aposteln sehr angesehen. Grüßt meinen lieben Ampliatus, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Stachus. Grüßt Apelles. Übrigens, an dieser Stelle, bevor ich das vergesse, wir haben hier ein paar junge Ehepaare, die warten auf ihre Kinder. Also falls du jetzt noch keinen Namen hast, passe an dieser Stelle auf. Vielleicht bist du wirklich gut inspiriert. Wenn das nicht genügt, dann nenne dein Kind Daniel oder Daniela. Davon gibt es nie genug. Aber wenn es dir nicht gefällt, dann passe hier auf. Grüßt Apelles, der sich im Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die im Haus des Aristobul. Was für ein Name, ne? Hier ist mein Kind, melde es gerne zum Kindergarten an, Aristobul. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Jetzt kommen noch zwei. Grüßt Tryphena und Tryphosa, falls du Zwillinge erwartest. Wäre doch echt ein guter Vorschlag. Caroline, das war jetzt verdächtig, warum du jetzt gerade an dieser Stelle gelacht hast. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die sich für den Herrn mühen, und die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Grüßt Asynkritus. Fein. Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Wir haben jetzt nur einen Teil von diesem Namen vorgelesen, zu dem anderen komme ich ein wenig später. Ich war mir sicher in dieser Prüfung, dass mein Dozent mich dazu nicht fragen wird. Da stehen ja nur ein paar Namen. Und wenn du aber an dieser Stelle schon mal ein wenig dir Gedanken gemacht haben könntest, warum das für einen Apostel Paulus, der so wichtige Inhalte im Römerbrief platziert hat, warum es für ihn von einer unerklärlichen Wichtigkeit gewesen ist, alle diese Namen dort zu erwähnen, dann müssten wir doch automatisch auf diese Frage, auf diese Antwort kommen. Irgendwas hat diesen Paulus dazu bewegt. Das war nicht einfach eine Formel. Das war nicht das, dass er einfach die Leute niedergeschrieben hat dort, weil er irgendwie ihnen etwas Freundliches zukommen lassen wollte, sondern der Paulus spricht hier aus seinem Herzen. Dieser Apostel Paulus, der unterwegs ist als ein Apostel außerhalb von dem Lande Israel. Dieser Paulus, der von Gott diese Aufgabe bekommen hat, gehe hin zu den fremden Völkern und predige ihnen von Jesus Christus. Und die Botschaft von Paulus, die war so eindeutig und die war so klar, indem dass Christus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dass er von Paulus gepredigt wurde. Und dann kam Paulus zu den verschiedensten Gebieten, weit außerhalb von Israel, und predigte das Evangelium so deutlich. Und überall dort, wo Paulus unterwegs war, begegnete er Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und ein großer Teil von diesen Menschen wurden zu seinen Mitarbeitern. Und gerade diese Menschen, die
in dem Dienst von Paulus solch eine wichtige Rolle gespielt haben. Das war dem Paulus wichtig, das anzuerkennen und zu sagen, schaut mal, ich habe eine große Berufung, die mir Gott anvertraut hat. Ich bin berufen, ein Apostel der Heiden zu sein. Aber innerhalb von meiner Berufung habt ihr eure Berufung wiederentdeckt und ihr lebt eure Berufung innerhalb meiner Berufung. Lass uns das mal ein wenig anschauen, Menschen, die hier von Paulus erwähnt werden. Paulus spricht von einer Frau, die heißt Phoebe, und die sagte, sie arbeitet so viel, dass sie so vielen Menschen ein Beistand geworden ist. Kennst du das? Kennst du das, dass du eine gute Freundin, einen guten Freund hast und in den Augenblicken, wo es dir nicht so gut geht, wo du möglicherweise Hilfe brauchst oder Ermutigung, da brauchst du einen Beistand. Und da gab es eine Frau, die hieß Phoebe, und Paulus sagt, sie wird jetzt zu euch kommen. Er war gerade in dem Augenblick in Korinth, da hat er den Brief geschrieben. Und er sagte, diese Phoebe, die wird zu euch kommen, ich empfehle sie euch, nehmt sie bei euch auf. Diese Phoebe war auch die gleiche Frau, die den Brief bekommen hat von Paulus, fertig, frisch geschrieben, und sie brachte ihn nach Rom, um dort den Gläubigen in Rom eine Ermutigung zu sein. Und Paulus spricht von ihrer Berufung, von dem, dass sie das erkannt hat, Menschen beizustehen und sie zu ermutigen. Innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Freundschaftskreise, innerhalb von dem, wo es ihr möglich war, in das Leben anderer Menschen hineinzusprechen. Und Paulus sieht die Berufung von diesen Menschen und sagt, wie wertvoll ist das. Ich empfehle diese Schwester euch an, dass sie bei euch all diese Gastfreundschaft erlebt, die ihr wirklich zusteht. Und dann spricht Paulus von einer Maria. Das war keine von den Marias, die im Neuen Testament in den Evangelien erwähnt sind, eine andere. Und Paulus sagt, das ist die Maria, die für euch viel gearbeitet hat. Dieser Paulus, von dem wir wissen, dass er Tag und Nacht unermüdlich unterwegs gewesen ist. Dieser Paulus, der es wirklich weiß, was es bedeutet, eine Anstrengung zu erleben. Er gebraucht kein geringeres Wort als dieses. Die Maria, die arbeitete viel für euch. Und Paulus verwendet ein ganzes Kapitel, um diese Menschen zu erwähnen und zu zeigen, schau mal, wie kostbar diese Berufung ist. Wir lesen von einem Urbanus, von einem Mitarbeiter in Christus. Also einer, der seine Berufung wahrgenommen hat und wusste, ich tue dieses Werk nur deswegen, weil ich an Jesus Christus gläubig bin. Ansonsten würde ich das nicht tun. Ich bin einer, der von Christus berufen ist und ich bin mit ihm. Und es waren nicht Menschen, die für ihre Arbeit bezahlt waren. Das waren nicht die vollamtlichen Angestellten, sondern vielmehr Menschen, die tagtäglich ihrer Arbeit nachgegangen sind. Menschen, die genauso wie Paulus zeitweise als Zeltmacher gearbeitet haben. Und diese Menschen, die ihre Berufung gelebt haben, da sagt Paulus, ihr lebt das, was Gott in euch hineingelegt hat. Genauso mit dem gleichen Ausdruck beschreibt Paulus Tryphena und Tryphosa, die arbeiten viel. Die Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Und wenn wir das von Paulus lesen, dann wissen wir, der Paulus, er sieht ihren Dienst nicht nur als etwas, was sie unterstützenderweise zu der Gemeinde hingeben, sondern diese Menschen leben ihre Berufung. Es ist einige Jahre her, da kam nach dem Gottesdienst ein junger Mensch auf mich zu und er sagte, Daniel, du musst doch ohne Ende schlechtes Gewissen haben. Und ich war sehr verwundert darüber. Und er sagte, du musst das schlechtes Gewissen haben. Das muss doch ein ungeheurer Druck sein auf deinem Herzen, wenn du Menschen in deine Gemeinde zur Mitarbeit einlädst, die doch sowieso in ihrem Alltag so stark ausgefüllt sind und buchstäblich bis zum Halse mitten im Job und in den Aufgaben stehen. Nun, für mich war das wahrscheinlich in dem Augenblick etwas überraschend, das von ihm zu hören. Aber ich möchte dir sagen, ich war von der Frage nicht überrascht und ich war auf die Frage auch gut vorbereitet. Und die Vorbereitung für mich, für diese Frage, die so plötzlich nach dem Gottesdienst entstand, die entstand damals, als ich Römer 16 studiert habe. Hör mir bitte aufmerksam zu. Wenn ich in unsere wunderbare Gemeinde hineinschaue, dann entdecke ich in der Tat so viele Geschwister, Freunde, die sich wirklich über alle Maße engagieren, nicht nur in der Gemeinde, sondern in ihrem Alltag, in ihrem Beruf. Und ich entdecke dabei Menschen, die als Lehrer und als Lehrerinnen arbeiten. Und wenn du jemals ein wenig mehr mit diesem Beruf in Kontakt gekommen bist, dann weißt du, wie viel Kraft dieser Job abverlangt. Da gehen sie den starken Schülern nach, damit sie nicht gelangweilt sind. Und da gehen sie genauso auch den schwachen Schülern nach, um ihnen zu helfen. Und dann haben sie den Druck und die Vorbereitungen zu Hause für die Stunden und dann in der Schule und nach der Schule. Und all das unter dem, dass das immer stets mit den Menschen zu tun hat, mit so vielen Fragen. Was für ein Job.
Ich kenne viele unter Ihnen, die das wirklich mit einer großen Begeisterung tun, und ich bete für jeden einzelnen jungen Menschen, der heutzutage diese Berufung für sich annimmt und sagt, ich gehe als Lehrer an eine Schule, wirklich etwas Kostbares. Freunde, und auch dann, wenn ich unter diesen Lehrern so viele gesehen habe, die sagten, ich mache meinen Job wirklich sehr gerne, habe ich noch niemals gehört, dass irgendeiner von ihnen sagen würde, das bringt wirklich die wahre Erfüllung in mein Leben. Also dafür bin ich geboren, dass ich als Lehrer irgendwo an der Schule arbeite. Das ist in der Tat das, was mich absolut glücklich macht. Und abends, wenn ich absolut erledigt nach Hause komme und endlich mal das Bett und mein Kissen erreiche, dann fühle ich einfach nur dieses pure Glück, dass ich ein Lehrer bin. Auch dann, wenn Menschen wirklich gerne ihrem Job nachgehen, möchte ich behaupten, nicht alle erleben diese allertiefste innere Befriedigung dadurch, dass sie ihrem Job nachgehen. Wenn ich in unsere Gemeinde hineinschaue, dann entdecke ich Handwerker. Handwerker, die einen wirklich schwierigen und eine schwere Aufgabe haben und das sehr oft 5 bis 6 Tage in der Woche. Und sie stehen sehr früh auf, weil die Baustellen sehr früh auf sind, und dann sind sie bereits vor allen anderen dort und dann arbeiten sie dort mit den schweren Werkzeugen und tun all das, was notwendig ist. Und auch dann, wenn irgendeiner vielleicht 8 oder 10 Stunden mit Presslufthammer irgendwo unterwegs gewesen ist, und am Ende des Tages sieht, dass er so vieles gemacht hat, möchte ich sagen, ich habe noch niemals einen Handwerker gesehen, dass er sagen würde, ja, genau dafür bin ich geboren worden. Genau das macht mich glücklich, genau das bringt mir die Erfüllung, genau das möchte ich mein Leben lang einfach nur weiter tun. Noch nie, auch dann, wenn der Mensch und viele Menschen ihren Jobs wirklich sehr gerne nachgehen. Wir haben bei uns in der Gemeinde Ärzte und ich bewundere zutiefst diese Aufgabe. Erstmal, was für eine Verantwortung. Eine Verantwortung, einem Menschenleben, eine Gesundheit eines anderen Menschen mit beteiligt zu sein und alles dafür zu tun, dass es den Menschen wieder gut geht. Wie oft steht da die Gefahr, Fehler zu machen, nicht alles gesehen zu haben, unter diesem hohen Stress, unter diesen Anforderungen, unter diesem Druck zu stehen, und das nicht nur zu normalen Tageszeiten, sondern zu den Nachtzeiten und zu den Zeiten, wo andere Menschen ihrer Freizeit nachgehen. Da gehen sie ins Krankenhaus, in die Klinik, sie fahren in den ambulanten Pflegedienst und tun diesen schweren Job. Ich habe tiefste Ehrachtung davor. Und doch habe ich noch nie irgendwo einen Arzt getroffen, der gesagt hätte, ich möchte nichts in meinem Leben anderes, also nichts anderes in meinem Leben kennen. Ich möchte nur der Arzt sein. Und es gibt einen Grund dafür. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe von anderen wertvollen Berufen hier erwähnen. Sei es irgendwo im Gastgewerbe oder ich kann alles Mögliche an dieser Stelle nennen. Ich habe bloß noch nie einen getroffen, der gesagt hätte, mein Job macht mich absolut glücklich. Dagegen hatte ich immer wieder Menschen gesehen, die tagtäglich zu ihrer Arbeit gehen. Und diese Arbeit verlangt ihnen so viele Kräfte ab. Aber dann kommen sie nach Hause und dann essen sie kurz Abendbrot und dann eilen sie zur Gemeinde. Zu dem, was für sie noch fast ein wenig wichtiger ist. Wichtiger in dem, dass sie sagen, es gibt etwas, was mein Herz mehr bewegt als meine Arbeit. Ich gehe zu meiner Arbeit gerne, ich mache das auch wirklich gerne, ich bin gut ausgebildet und mache das von Herzen gerne. Aber es gibt etwas, was das Geheimnis meines Herzens mehr abbildet. Es ist das, zu sehen, dass ich durch meine ehrenamtliche Arbeit, durch meine Begabung, die ich in die Gemeinde, in das Werk hineinstellen kann, dass dadurch Menschen erreicht werden, dass Menschen gesegnet werden, dass ihr Leben verändert wird. Wie oft hatte ich gesehen, dass Menschen sich für einen Hauskreis vorbereiten, in die Jugendarbeit hineingehen, irgendwo in einem Kinderdienst unterwegs sind. Und sie tun das, egal in welchen Bereichen, sei es rein handwerklich oder auch in dem, dass sie einfach mit ihrer ganzen Person, mit ihrem Vorbild, mit ihrem Wort, mit dem Bibelstudium einfach etwas hineinlegen in die Menschen um sie herum. Wie kostbar. Und jedes Mal dann, wenn ich sehe, dass eine Gemeinde am Wachsen ist, und jedes Mal dann, wenn ich erkenne, dass die Mitarbeiterschaft und die Anzahl der Mitarbeiter größer wird, ist es für mich immer wieder ein Wunder. Und dieses Wunder vollzieht sich auch aus dem, was ich damals in Römer 16 studiert habe. Dieser Paulus, der sagt, ich habe eine Vision, ich gehe zu den Menschen, die unerreicht sind und ich baue dort Gemeinden. Und dieser Paulus sagt, da gibt es aber eine Phöbe und Maria und Obernes, Tryphena und Tryphosa, Persis. Was ist meine Berufung, wenn diese Menschen nicht da wären? Was ist meine Vision, wenn diese Menschen ihre Berufung nicht leben würden? Paulus bleibt seiner Berufung treu und sieht aber, es gibt etwas, was Gott in das Herz eines Menschen hineingelegt hat, was für sie von solch einer Kostbarkeit ist, dass sie bereit sind, viel für den Herrn zu arbeiten. Und meine persönliche Überzeugung ist an dieser Stelle in der Tat die, würde man diesen Menschen die Möglichkeit nehmen, in der Gemeinde, für Gott, für andere Menschen etwas zu tun, dann werden sie in ihrem Leben etwas vermissen.
Denn die Arbeit, so wertvoll, so gut und so liebevoll wir das auch ausüben, wird niemals dafür sorgen können, dass du dort in dem Zentrum ankommst, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist unmöglich, es ist wirklich unmöglich, die eigene innere Erfüllung in dem zu finden, dass wir stets nur nach oben schauen und dass wir noch weiterkommen möchten, sondern vielmehr in dem, dass wir Christus sehen und wir merken, er war der Erste, der runterkam vom Himmel und bereit war zu dienen. Ich möchte von Herzen Danke sagen für jeden einzelnen Mitarbeiter, der seine wertvolle, kostbare Zeit in das Reich Gottes, in den Gemeindedienst investiert. Und deswegen war das auch für Paulus wichtig, alle diese Menschen zu erwähnen. Zweitens, das, was wir aus diesem Brief so deutlich herauslesen, war dieser Punkt, dass Paulus von den Umständen dort in dem Brief, also in diesem Kapitel, niedergeschrieben hat. Und die Umstände, die sprechen Bände, die erzählen etwas von dem, wie die Menschen damals gelebt haben und was das für unser Leben heute bedeuten kann. Insbesondere möchte ich auf diese drei Persönlichkeiten hinweisen. Du siehst den Claudius, das ist der Kaiser, der von 41 bis 54 dort im Römischen Reich regiert hat. Ihm folgte der Nero und nach einer Unterbrechung und mit einem schnellen Wechsel von anderen Kaisern kam irgendwann der Kaiser Domitian. Und alle diese drei, die waren insbesondere dafür bekannt, dass sie gesagt haben, das, was hier in Rom und in unserem Römischen Reich an christlicher Bewegung entstanden ist, das ist uns viel zu viel. Wir möchten diese Christen hier bei uns nicht haben. Der erste von ihnen war der Claudius, der das angeordnet hat, dass zunächst einmal die Stadt Rom befreit wird von allen Juden und umso mehr, wenn es Juden sind, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Er hat sie buchstäblich aus dieser Stadt vertrieben. Und ihm nachfolgend gab es einige Tetrarchen, die über verschiedene Provinzen eingesetzt waren und die folgten natürlich diesem Vorbild von dem Claudius und haben das genauso gemacht, dass sie die Christen systematisch verfolgt haben. Genauso tat das auch der Nero, der damals diese staatliche Propaganda dazu genutzt hat, um diesen Brand, den er selber in Rom gelegt hat, dazu zu benutzen, um zu sagen, die Christen waren es, wegen ihnen ist ein Drittel unserer Stadt abgebrannt. Der Domitian war der Schlimmste von diesen dreien, der die Verfolgung so heftig aufgestellt hat gegen die Christen, dass er sie zu Tausenden zu den Scheiterhaufen geführt hat, vernichtet hat, zu den Löwen geworfen hat. Wir kennen das Bild auch von dem Kolosseum, von diesem riesengroßen, von dieser Arena dort in Rom. Tausende von Christen sind dort umgekommen und Domitian war derjenige, der diese harte Verfolgung dort nochmal härter gemacht hat. Es ist also der Umstand, in welchem damals die Gemeinde gelebt hat. Eine harte Verfolgung. Und dann lass uns mal lesen, was Paulus hier schreibt. Paulus schreibt von einem Ehepaar. Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Für mein Leben haben sie ihren Kopf hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen dafür zu danken, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Von Priska bzw. Priscilla wäre der volle Name davon. Priska ist eine kurze eine Abkürzung davon. Priska und Aquila, ein Ehepaar, sie lebten eine Zeit lang in Korinth. Und Korinth war nochmal der Ort, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Warum sind die zwei in Korinth gerade? Aus diesem Grund, weil sie genauso diesem Befehl gehorchen mussten und die Stadt Rom verließen, weil sie jüdische Menschen waren. Und dann ist es aber so, dass Paulus sagt, gerade die waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und zu sagen, wir gehen trotzdem in unsere Heimat und dort werden wir das Evangelium verkündigen. Die Umstände, die damals so unübersichtlich gewesen sind, die Umstände, die lebensgefährlich waren, haben die Gemeinde Jesu damals nicht aufgehalten. Vielmehr ist es so, dass gerade in der Zeit ist die Gemeinde Jesu stärker gewachsen als zu allen anderen Zeiten. Wir sehen das an diesem Ehepaar, an diesem Priska und Aquila, an dem, wie ihre Biografie verlaufen ist. Wenn wir das noch ein wenig mit der Apostelgeschichte vergleichen, werden wir merken, dass das Menschen waren, die wenig danach geschaut haben, was da gerade die Umstände sind. Sondern jedes Mal dann, wenn ihnen die Möglichkeit sich angeboten hatte, Gott zu dienen, das Evangelium zu predigen, dann haben sie diese Möglichkeit genutzt und waren an den Orten, wo sie ehrenamtlich eingesetzt waren, wirklich eine wunderbare Hilfe für den Dienst von Apostel Paulus. Ansonsten waren es wirklich Zeltmacher, Menschen, die Zelttücher, die das alles hergestellt haben, damit sie das dann später auf dem Markt verkaufen konnten. Wir lesen noch ein wenig später von dem, wie Paulus hier ein anderes Ehepaar erwähnt. Andronikus und Junia, meine Landsleute.
Das bedeutet, das sind Menschen, die genauso wie Paulus in Tarsis geboren worden sind. Und diese Landsleute, die schon vor ihm zum Christus, zum Glauben an Christus gekommen waren, sie waren mit ihm sogar im Gefängnis und sind unter den Apostel angesehen. Wenn wir in dieses Kapitel 16 hineinschauen, entdecken wir so viel, wie das Leben, wie der Dienst und wie die Verbindungen zwischen den Mitarbeitern gewesen sind. Und diese zwei, dieses eine Ehepaar, die hatten wohl einen besonderen Zugang zu dem Herzen von Paulus. Erstmal kommen sie aus der gleichen Gegend, sie sprachen das gleiche Dialekt, sie kannten die gleichen Straßen, wo sie als Kinder gespielt haben. Und nun sind sie gemeinsam im Gefängnis. Und sie ermutigen einander und die sagen, wir stehen diese Zeit durch und dann kommen wir raus und wir werden das Evangelium predigen. Und gerade diese zwei, die waren unter den Aposteln sehr angesehen, aufgrund von ihrem biografischen Inhalt, von dem, was sie getan haben. Lieben Freunde, wenn wir zu diesem Kapitel 16 hinschauen, dann werden wir entdecken, dass die Gemeinde Jesu damals dieses Geheimnis verstand, nicht auf bessere Zeiten zu warten. Nicht auf bessere Zeiten zu warten. Wahrscheinlich geht es dir so und mir so, dass wir manchmal in unserem Alltag so sehr eingeschränkt sind, dass wir uns die Frage stellen, ich mache jetzt mal nur das, was ich tun kann, aber irgendwann später werden andere Zeiten kommen, die besseren Zeiten, und dann werde ich schon mal auch das tun, was irgendwie für mein Herzen auch wichtig wäre. Ich bin total gerne in Italien, bin gerne dort zu den Sommerurlauben, aber diese Menschen damals, die waren dort auf diesen wunderschönen Gegenden unterwegs und die wussten, unser Leben gehört nicht dem, dass wir versuchen, inmitten in Umständen, die jetzt gerade so heftig sind, für die Verfolgung, da mussten sie natürlich aufpassen, aber die Verfolgung hat ihnen keinen Stopp gesetzt. Die sagten, wir bauen gerade in dieser Zeit die Gemeinde Jesu auf. Liebe Freunde, wir leben genauso auch in einer besonderen Zeit. Ganz egal, wie du diese Zeit bewertest, die Zeit ist nun mal so, dass da die Umstände wirklich groß sind. Und ich möchte dich von ganzem Herzen dazu weiterhin ermutigen, wenn du schon in einem Dienst stehst, sei zuversichtlich in dem, dass du eine richtige Entscheidung getroffen hast, auch in diesen Zeiten Gott zu dienen. Du kannst zu diesen Menschen aus dem Römerbrief 16 hineinschauen und du wirst entdecken, du bist bei weitem nicht alleine. Menschen haben das lange Zeit vor dir getan. Menschen, die nicht auf die Umstände geschaut haben, sondern gedient haben. Als ich zum Glauben gekommen bin, kam ich in einer sehr traditionellen Gemeinde in Kasachstan zum Glauben. Und Menschen, die dort das Gemeindeleben aufgebaut haben, das waren genauso Menschen, ich habe das in vergangenen Predigten immer mal wieder erwähnt. Sehr viele von ihnen, Prediger und Leiter, waren diejenigen, die mehrere Jahrzehnte irgendwo weit in Sibirien im Gefängnis verbracht haben, nur wegen ihres Glaubens. Als ich in die Gemeinde hineingekommen bin, war die Gemeinde vorbereitet, die war schön, dort wurde gepredigt, all das, was notwendig war für den Dienst, wurde gemacht von diesen Menschen, die gesagt haben, auch in diesen tiefen sowjetischen Zeiten bauen wir die Gemeinde Jesu. Und ich möchte dich fragen, gibt es möglicherweise bei dir gerade im Leben irgendwelche Umstände, die dir das scheinbar unmöglich machen, Gott zu dienen? Oder würdest du gerade an dieser Stelle einen persönlichen Schritt nach vorne tun und sagen, ja, ich will. Gemäß meiner Begabung, gemäß den Möglichkeiten, gemäß dem, was ich an Zeit hineingeben kann, ich bin bereit zu dienen, gerade in diesen Zeiten und gerade in diesen Umständen. Die Gemeinde Jesu hat es damals begriffen, gerade die Umstände, die um uns herum sind, das sind nicht die komischen Umstände, sondern die Umstände Gottes. Wenn er das so zugelassen hat, dann hat er dabei etwas auch gedacht. Wenn Gott uns in diese Zeiten hineingeschickt hat, dann sind auch diese Zeiten von einer besonderen Chance geprägt, unsere Gesellschaft für Christus zu erreichen. Drittens, wenn wir dieses Kapitel 16 hineinschauen, dann entdecken wir so vieles, dass die Menschen, die da gedient haben, an der Seite von Paulus, dass sie mit ihrer Begabung und mit ihren Talenten Gott gedient haben. Zunächst einmal möchte ich dir sagen, bevor ich etwas über die Talente und über die Gabung spreche, es gibt eine ganze Menge von Sachen, die man tun kann, ohne eine besondere Begabung, ohne ein besonderes Talent zu besitzen. Es braucht wirklich keine besondere Begabung, pünktlich zu sein. Vielleicht drehst du dich jetzt mal kurz um zu deinem Nachbarn links und rechts und sagst, hey, lass uns einander versprechen, dass wir zum nächsten Gottesdienst in der Tat 10 Minuten früher kommen. Und wir unterstützen einander dabei, wir ermutigen einander und wir brauchen dazu auch nicht eine Begabung. Wir können Verantwortung übernehmen für unsere Worte, für die Aufgaben, ganz egal welche Aufgaben das sind. Und dazu braucht es keine Begabung, keine Talente. Wir reden nicht hinter dem Rücken. Wir sind ehrlich. Wir leben verbindlich zueinander und zu dem, was wir an Aufgaben aufgenommen haben. Wir sind respektvoll zueinander. Wir zeigen die Dankbarkeit. Wir ermutigen einander. Und dann, jeder kann stehen, lächeln und winken. Dazu brauchst du gar keine Begabung.
Jetzt lass uns mal nochmal zurückgehen zu dem Römer 16. Da gibt es eine interessante Tatsache. Lass mal lesen. Das schreibt, lesen wir, es grüßen euch Timotheus. Timotheus kennen wir, das war ja einer, der in der Jüngerschaft bei Paulus gelebt hat. Timotheus wurde später als Pastor ausgebildet und als Einleiter nach Ephesus geschickt. Mein Mitarbeiter Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Also Lucius und Jason, der Paulus, er war sehr aktiv in seinem persönlichen Verwandtschaftsfeld. Er hatte auch dort von Jesus erzählt. Da kamen Menschen zum Glauben aufgrund von dem, dass Paulus seinen Glauben ganz authentisch gelebt hat. Also nicht nur irgendwo den anderen Menschen, die fremd zu ihm waren, gepredigt hat, sondern auch zu Menschen aus seiner Verwandtschaft. Und dann der Vers 23, den finde ich wirklich witzig. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßen euch Erastus, der Stadtverwalter, Quartus und Quartus, der Bruder. Schaut mal, was da so besonders ist. Wenn du diesen Bibelvers, den 23. liest, dann wirst du das sehr schnell entdecken, dass es in manchen anderen Übersetzungen anders notiert ist. Es ist so, dass der Gaius diese ganzen 16 Kapitel selber mit seiner eigenen Hand geschrieben hat. Der Brief, den Paulus uns geschrieben hat, das war ein Brief, was er diktiert hat. Hast du schon jemals ein Kapitel von der Bibel so mal mit der Hand abgeschrieben? Mach das mal. Und dann wirst du merken, wie viel das ist. Und dieser Gaius, er schreibt einen ganzen Brief, den Paulus ihm diktiert. Es war eine übliche Praxis, damit der Paulus effizient arbeiten konnte, hat er Schreiber eingesetzt. Und im Vers 23 stehen in manchen Bibelübersetzungen, als ob Paulus gerade am Grüßen ist und er geht da in dem Zimmer durch umher und sagt, also den grüßen wir und den. Und dann nutzt der Gaius einen kurzen Augenblick, wo Paulus noch ein wenig nachdenkt und dann schreibt er, und ich, Gaius, ich grüße euch auch. Ich habe ja diesen Brief geschrieben. Und dieser Gaius, ihm möchte ich im Himmel Danke sagen, dass er bereit war, diesen Brief aufzuschreiben. Wir wissen es nicht, was aus diesem Schreiben, was aus dieser Botschaft geworden wäre, wenn Gaius mit seiner besonderen Begabung Gott nicht gedient hätte. Aber das war nun mal seine Begabung. Er war ein sehr guter Schreiber und er konnte sehr gut das Diktierte aufnehmen und niederschreiben. Seine persönliche Begabung. Ich stehe hier auf der Bühne und ich könnte hier springen und spielen und all das tun und ich hätte gar keine Bedenken, dass die Bühne das aushält. Es gab irgendwo ein paar Männer hier, die gesagt haben, wir brauchen eine Bühne und dann bauen wir hier eine Bühne. Und dann hatten sie die Pläne dazu entworfen und dann hatten sie das Material dazu eingekauft und dann waren sie sehr oft, sehr lange, weit nach ihrem Feierabend auf der Arbeit hier tätig, um das fertigzustellen. Und dass wir hier Gemeinderäumlichkeiten haben, ist ein Erfolg davon, dass Menschen ihre besondere Begabung für Gott eingesetzt haben. Du hörst mich jetzt gerade an jeder Stelle in diesem Raum sehr gut, weil ich hier ein Mikro habe und es ist alles so gut eingeschaltet und das Licht ist da und die Musik und weißt du, es ist auch so, dass gestern Vormittag es hier jemanden gegeben hat, der diesen Raum gereinigt hat, die Toiletten geputzt hat, die Gänge gesaugt hat und dann war er im Treppenhaus und all das hat er sauber gemacht, damit wir zusammenkommen und einen schönen, gemütlichen Gottesdienst feiern können. Und das sind Menschen, die ihre Begabung für Gott einsetzen. Was für eine Barmherzigkeit, was für ein Talent. Lieber Freund, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, dann möchte ich dir von ganzem Herzen und an der Stelle Gottes Danke sagen. Danke dafür, dass du deine Begabung investierst. Danke, dass mit deiner Begabung, mit deinem Talent das möglich geworden ist, dass wir das Tobedeck öffnen konnten. Danke für dein freundliches Austeilen von Kuchen und danke für dein freundliches Aufkehren von Krümeln, die da auf den Boden gefallen sind. Danke, dass du bereit bist, früher zu kommen und später zu gehen. Danke, dass es dir wichtig ist, einen Teil von deiner Zeit, von deiner wertvollen Freizeit zu investieren, um Gott hier Größe zu machen in dieser Stadt. Und dann ist es garantiert so, so wie wir den Brief von Apostel Paulus lesen und dem Gaius Danke sagen möchten, dass er das niedergeschrieben hat, so gibt es Menschen, sie werden eines Tages zu dir tief in die Augen schauen und sagen, danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass ich den Gottesdienst im Internet erleben konnte, weil du das geschnitten hast, vorbereitet hast, ins Internet gestellt hast. Danke, dass du das möglich gemacht hast, dass der Kinderdienst hier solch ein guter Kinderdienst ist, wo es den Kindern gedient wird. Danke für deine Mitarbeit bei den Rangers, bei den Pfadfindern. Danke dafür, dass du in allen anderen Kreisen tätig bist und deine Begabung mit hineinsetzt. Deswegen war es Paulus wichtig, den Brief an die Römer nicht beim Kapitel 15 zu belassen und zu sagen, nun, Gottes Segen euch, alles wird schon gut werden, sondern er schreibt jeden einzelnen Namen runter und sagt, das ist das, was mir wichtig ist und was ich aus dem Herzen Gottes für euch mitteilen möchte. Jeder Kirchgänger,
muss eine Entscheidung treffen. Er kann jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, sein Auto auf dem Parkplatz abstellen, seinen Lieblingsplatz einnehmen, einen guten Gottesdienst genießen und danach noch mit ein paar Leuten schwatzen und dann wieder nach Hause fahren. Oder er ist mit dabei in diesem Abenteuer, die Gemeinde so zu bauen, wie es Gott gefällt, damit Menschenleben verändert werden. Wenn wir bei diesem Brief von Apostel Paulus umso mehr entdecken und feststellen, dass dadurch in der Tat das Menschenleben verändert worden ist, dann möchte ich dir, dem Mitarbeiter Gottes, Danke sagen, dass es für dich ein Anliegen ist, dich so sehr dafür einzusetzen, damit das Leben anderer Menschen verändert wird. Das ist das, was letztendlich als eine große Frucht so kostbar ist und so notwendig ist. Es geht nicht um einen nächsten Gottesdienst, es geht nicht um einen nächsten Dienst, es geht stets nur darum, dass Menschen eine lebendige, eine verändernde Beziehung zu Gott erleben und das an ihrem Leben so verspüren, dass ihr Leben neu aufblüht und dass sie neu mit Gott unterwegs sind. Darum geht es. Wenn wir als Gemeinde gerade unterwegs sind in dieser Vision, dass wir ein Gemeindezentrum bauen mit einem Familienzentrum, wo Menschen durch das, dass sie hierher kommen, Gott kennenlernen, zu anderen Möglichkeiten bei uns in der Gemeinde eingeladen werden, sei es zu den Kleingruppen, sei es zu den Seminaren, zu den Glaubensgrundkursen, dann sind wir da unterwegs und wir möchten nicht nur an uns denken, sondern wir denken auch an andere Gemeinden hier bei uns im Land. Wir möchten eine Ermutigung sein für diese wenigen Gemeinden, die es bei uns in McComb gibt. Und wir träumen davon, wir setzen uns dafür ein, dass mehr Gemeinden hier bei uns im Bundesland entstehen. Und du könntest mit deiner Berufung dabei sein. Und wenn du dabei bist, dann machst du solch einen großen Unterschied. Ich schließe meine Predigt mit dem, dass wir kurz mal zu dem schauen. Gestern feierten wir den Reformationstag. Als Gott sah, dass das Mittelalter finster und ohne Hoffnung war, nahm er einen kleinen, sich vor Gewitter fürchtenden Mönch und machte Licht. Ich halte den Martin Luther, dessen Werk wir gestern gefeiert haben, in der Tat für eine Persönlichkeit des gesamten Jahrtausends. Und wenn du hinschaust, was diesen Menschen damals bewegt hat, wie seine Beziehung zu Gott gewesen ist und was ihn in dem Augenblick alles bewegt hat, als er mitten in diesem Gewitter, wo er Angst hatte, umzukommen, auf seine Knie fällt und Gott verspricht, ich werde all das tun, was du für mein Leben vorbereitet hast, bewahre mein Leben. Gott nimmt das Leben eines einfachen Mönches und verwandelt ihn zu einem Verfechter der Wahrheit und sein Leben wird zu solch einem großen Segen überall auf der Welt. Nun, wenn wir von Apostel Paulus gelesen haben, von den Mitarbeitern, wenn wir zu solchen Persönlichkeiten schauen wie Martin Luther, die gesamte Welt verändern, möchte ich dir sagen, du veränderst die Welt eines anderen Menschen. Vielleicht ist es das Leben eines einzelnen Menschen. Vielleicht ist es das Leben eines Kindes, eines Jugendlichen oder von einer Familie. Aber du veränderst die Welt in dem, dass du deine Begabung einsetzt und dass du das dort tust, wo Gott dich beauftragt hat und dich besonders ausgestattet hat. Möchte ich darum bitten, lass uns gemeinsam aufstehen. Ihr Lobpreiser, würdet ihr bitte kommen. Und ich möchte uns allen einen Bibelvers lesen, der das vielleicht noch ein wenig zusammenfasst, was ich in den letzten Minuten hatte, zu uns erklärt. Epheser 2, Vers 10, da lesen wir, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das bedeutet, dass es bevor es dich gab, bevor Gott die gesamte Welt schuf, bevor es den Mond und die Sterne gab, bevor das Leben hier auf der Erde entstand, hatte Gott an dich gedacht, dass es dich gibt. Und Gott hat dich so geformt, dass deine Biografie, deine Begabung, deine Talente, deine Art, die Welt zu sehen, das, was du als schön empfindest, dir als eine Gabe anzuvertrauen und zu sagen, ich plante es, dass du in den Werken wandelst. Und dieser Gott, der sagt, habe keine Angst davor, dass in deinem Leben etwas durcheinander gerät, wenn du einen Dienst beginnst, der für dich möglicherweise so groß und so unübersichtlich ist. Wenn du jemals ein großes Puzzlebild zusammengesteckt hast, dann war es wahrscheinlich am Anfang so, dass du einen Karton in der Hand hattest. Und dann hattest du gesehen, innerhalb von diesem Karton, da gibt es vielleicht 100, vielleicht 1000 kleine Teile. Und derjenige, der das hergestellt hat, er sagt,
wenn sie das in die richtige Position hineinbringen, dann entsteht ein großes, schönes Bild. Und dann beginnst du zu bauen, nur deswegen, weil du sagst, ich vertraue dem. Also da ist alles drin, was dazu gehört. Und jedes einzelne Puzzleteil wird schon an den richtigen Platz kommen und da ist wirklich auch alles da. Und wenn du solch einem Hersteller von Puzzleteilchen vertraust, dass in der Tat ein großes Bild entsteht und dass da nichts fehlt und alles korrekt beieinander ist, würdest du heute Gott vertrauen, dass Gott aus den vielen Puzzleteilchen deines Lebens ein schönes Bild entstehen lassen kann. Aus deiner Begabung, aus dem, was du kannst und aus dem, was du nicht kannst. Aus den Augenblicken, wo du stark bist und Augenblicke, wo du schwach bist. Augenblicke, wo du voller, von Kraft strotzender Gesundheit dastehst. Und Augenblicke, wo du merkst, die körperlichen Kräfte lassen nach. Momente, wo du gute und ruhige Zeiten erlebst, genauso auch wie die Momente, die so turbulent und so schwierig sind. Aber ich lade dich dazu ein, dass du zu dem stehst, zu dem stehst. Gott hat sich dabei etwas gedacht. Gott möchte deine Begabung einsetzen. Vertraue ihm. Vielleicht hast du vor dem Gottesdienst solch ein Blatt gefunden. Wenn du das nicht an deinem Platz hattest, dann kannst du das an deinem Ausgang bekommen. Und dieses Blatt, das ist mit dem auch übertitelt. Stärker und besser in Zeiten wie diesen. Wir möchten als Gemeinde gerade in dieser Zeit wachsen. Und wir möchten definitiv daran denken, dass Gott so viele kostbare Berufungen hineingesetzt hat in unsere Gemeinde. Und ich predige diese Botschaft deswegen, um all diejenigen, die jetzt schon mitarbeiten, wirklich zu ermutigen und dir im Namen von Christus Danke zu sagen. Und überall dort, wo das noch nicht der Fall ist, möchte ich dich heute darum bitten, dass du darüber nachdenkst. Wo ist dein Platz? Was ist dein konkreter Dienst? Was ist deine Begabung? Was bewegt dein Herz? Wo gibt es die Augenblicke, wo du sagst, du kommst in die Gemeinde hinein und denkst, hier fehlt was und da fehlt was und ich bin da. Ich bin da, um das in der Gemeinde zu verändern. Ich lade dich ein Mitarbeiter zu sein, ein Mitarbeiter, der die Welt verändert im Leben von anderen Menschen. Gerade in den Zeiten wie diesen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns so sehr liebst. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Herr, dass unser Leben dir gehören darf. Barmherzig, gnädig, heilig, souverän bist du. Und wir dürfen dich kennen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Generation von Menschen herausgerufen hast, um deine Gemeinde zu bauen. Und heute sehen wir, dass deine Gemeinde größer ist als jemals zuvor. Heute sehen wir, dass überall auf der Welt dein Evangelium gepredigt wird, aufgrund von dem, dass Menschen ihre Berufung leben, ihre Begabung einsetzen. Ich danke dir für die Mitarbeiter, die Paulus hier in seinem Brief erwähnt hat. Ich danke dir für diesen Gaius, der den Brief niedergeschrieben hat. Ich danke dir für diese Menschen, die vor uns die Gemeinde Jesu gebaut haben. Und genauso möchte ich vor dir stehen. Und das vor deinem heiligen Angesicht geloben. Christus, solange mein Herz schlägt, solange ich atme, möchte ich von dir gebraucht werden. Ich gehöre zu dir. Und ich bitte dich in diesem Augenblick, Heiliger Geist, bewege unsere Herzen. Heiliger Geist, stifte eine neue Einheit unter uns. Eine Einheit, die das Werk Gottes groß macht. Eine Einheit, die den Himmel hier auf die Erde bringt. Ich bitte darum, Heiliger Geist, dass du das Herz neu in Flammen setzt, dass du neu ermutigst, dass du die Verletzungen heilst, dass du den Blick öffnest. Bitte darum, Heiliger Geist, dass du deutlich sprichst, die nächsten Schritte zeigst. Heiliger Geist, du bist der Beistand, der Ermutiger, der Tröster. Du bist der, der uns den Weg zeigt. Und darum bitten wir, Heiliger Geist, mach dein Werk groß hier bei uns in der Gemeinde. Und wir gehören zu dir. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Strom.
bin